dir der Netzwerktag 2023 gefallen? Wie war es für dich in diesem Jahr? Er hat mir sehr gut gefallen, trotz der Widrigkeiten, die wir hatten mit der Bahn. Also ich bin glücklich, dass ich und alle anderen es hergeschafft haben. Ich bin sehr froh, immer wieder, es ist so wichtig zu sehen, was bewegt wird über das Jahr, was ihr erreicht, was wir als Verband erreichen und was jeder im Einzelnen wieder geschafft hat. Und das erfüllt mich mit einer gewissen Demut, aber auch mit einem gewissen Stolz. Und ich sehe auch, also ich weiß, wir haben noch ganz, ganz dicke Bretter zu bohren, aber ich bin sehr optimistisch, dass wir das in diesem Rahmen und in diesem Setting irgendwie gemeinsam auch hinkriegen. Ja. Und du bist ja nun auch schon öfter da gewesen. Was war denn vielleicht in diesem Jahr anders für dich? Gab es irgendein Thema, das neu war oder ein Vibe oder hat dich irgendwas überrascht und hast gesagt, ach, dieses Jahr ist offenbar das gerade los? Kann ich nicht sagen. Es war schon, für mich fand ich ein relativ, sind ja für uns immer zwei Komponenten als Mitglieder sozusagen, die Generalversammlung. So schön der Netzwerktag auch. Ich habe viele tatsächlich, das ist nicht immer so, aber dieses Jahr waren alle Vorträge des Netzwerktages sehr nah an unserer Berufs- oder an unserer täglichen Arbeitsrealität. Insofern habe ich da tatsächlich viel rausziehen können. Nicht unbedingt mehr als in den vergangenen Jahren, aber auch sonst. Und was natürlich das einzig Wichtige ist, was wir als Mitglieder hier uns treffen und die Generalversammlung abhalten. Wir hatten doch relativ viel Detailarbeit und Kleinigkeiten zu arbeiten, aber ich würde sagen, es war schon vergleichsweise ein typischer, trotz der Bahnwidrigkeiten, ein relativ typischer. Und es ist ja schön zu hören, dass du das Gefühl hattest, dass die Programmteile beim Konferenzteil, dass sie alle irgendwie interessant oder relevant für dich waren. Was hat dich denn besonders interessiert? Was fandst du besonders spannend? Wo hast du vielleicht was Neues gelernt? In der Vortrag von dem Open Forum Europe war sehr spannend. Das war natürlich auch ein fantastisch vorgetragener Vortrag mit sehr interessanten und guten Handlungsanweisungen für uns, mehr zu investieren, in die Politik zu gehen, rauszugehen. Das war bewegend auf jeden Fall. Gleichzeitig hat mich natürlich dieses Big Three-Thema erinnert, weil das ist ja auch das, wenn wir mit Leuten zu tun haben und wir müssen ja nicht nur in unserer Blase uns bewegen, sondern auch Leuten, die nicht mit Open Source Erfahrung haben oder keine Expertise oder so, von Positivbeispielen in der Stadtverwaltung erzählen. Und da waren das jetzt tatsächlich mit Berlin, klar, da wusste ich, dass so ein bisschen was an Dortmund war, hatte ich so nicht auf dem Radar und finde ich total interessant und werde mich da definitiv so ein bisschen reinfuchsen und schauen, was Dortmund als Big Three macht. Und aus persönlichem Interesse würde ich auch anderen Big Cities, die vielleicht noch nicht unter diesen Three sind, sie durchaus motivieren, mal in die Big Five aufzurücken. Ich glaube, da gibt es einige Beispiele, einige Städte oder Kommunen, die sich ein Beispiel nehmen können. Und apropos reinfuchsen, vielleicht als letzte Frage, was nimmst du dir denn so als Impuls oder als Hausaufgabe mit? Gibt es irgendwas, wo du sagst, ah, jetzt bist du inspiriert und du hast das Gefühl, es gibt auch für dich was zu tun? Was hast du dir selber auf deine To-Do-Liste jetzt geschrieben nach diesem, Tag? Ich habe mir tatsächlich ein bisschen was auf die To-Do-Liste geschrieben. Das sind so einzelne Kleinigkeiten, die vielleicht auch intern sind. Das ist immer, also ich gehe hier immer raus mit dem Vorsatz, es klappt mal besser, mal schlechter, uns auch mehr einzubringen, ne, in der täglichen Arbeit, weil wir wissen, und das ist bei uns auch bekannt und okay zu sagen, man muss eben einen Teil von der Arbeit, die wir in die eigene Öffentlichkeitsarbeit stecken, auch nehmen und für den Verband und für die Gemeinschaft, für das größere Ganze sozusagen investieren. Das ist als persönliches Ziel immer mit dabei und die Umsetzung funktioniert mal besser, mal schlechter. Ja.